Hallo und herzlich willkommen. Heute ein 2 gegen 2. Es spielt XMOO und maximal in einem Team. Was das andere Team ist, weiß ich noch nicht. Dann schauen wir mal rein und sehen, was es ist. XMOO hat mir schon geschrieben, er wollte dieses Replay quasi von mir moderiert haben. Jetzt bin ich dabei. So, wie wir sehen, XMO hier als Elben, maximal Zwerge. Dann haben wir hier Leyliok mit Elben. Und Picors Eye. Oh, Picors, ja. Egal, mit Isengard. Die Karte ist Tower Hills. Recht bekannt, in der Mitte gibt es ein Leuchtfeuer, ziemlich viele Ork-Creeps. An den Seiten sehen wir hier Varge zwischen den Spielern. Interessant ist, dass es hier noch ein extra Podest ist, was so ein bisschen unfair ist. Sie sind nicht gleich gestaltet, also nicht hundertprozentig symmetrisch. Es wird gescoutet von Because Scoutet, XMOO hat gescoutet und weiß, dass hier Elben sind. Und mit Zwergen kann man vielleicht gut was machen gegen die Elben und gegen Isengard. Mir wurde berichtet von XMO, dass einige gut koordinierte Attacken kamen. Na, werden wir mal sehen, wie das, ohne zu spoilern, großartig, ob sich das wirklich auch so abspielt. Wie ich den Herrn Maximal kenne, werden sie zuerst auf einen gehen. Das sieht nach einem Guardian-Spam aus. Guardian und Piken, das heißt, sie gehen auf das Produktionsgebäude, werden hier was wegmachen. Und die Elben-Bogenschützen werden wahrscheinlich hier die anderen Elben-Bogenschützen angreifen. Die große Frage jetzt wurde ein Leyrik, hat hier den Baumeister gescoutet. Die sehen natürlich gleich auch diesen Baumeister hier durchziehen. Das heißt, das war ein Spell, der ein bisschen daneben hing, weil diese nicht ge... Die haben den Buff nicht bekommen. Gut koordinierte Attacke. Ist dieser Baumeister eigentlich gefallen? Wahrscheinlich. Wird hier nachproduziert. Die Bogenschützen brauchen recht lange, um die Zwerge aufzuhalten, aber jetzt wird es auch langsam dem Ende zugehen. Hier wird mit Piken die Mine zerstört. Das wird wahrscheinlich auch funktionieren. Und die werden verfolgt, bis sie tot sind. Die erste Attacke wurde sozusagen abgewehrt. Hier kommen Piken und die beiden bauen sich jetzt wieder auf. Gut, jetzt wurde vielleicht ein Gebäude zerstört. Eine große Attacke quasi fast in den Sand gesetzt. Also, ist schwierig. Gut, jetzt wurde, die Mine wurde verteidigt. Wir sehen gleich Bettelwagen rauskommen. Ich habe mich schon gefragt, warum hier nicht weiter gespammt wird, aber wenn maximal auf Bettelwagen geht, dann kann das durchaus sein, dass er ein bisschen länger braucht. Ja, die werden sterben.
Noch ein Debuff dazu. Hat er sehr gut gemacht. All dir gut gegen Schwertkämpfer. Das machen die beiden hier oben sehr gut. Die Mine wurde abgerissen von Maximal. Oh, mal wie es 130, 500, 450, 150. Und das Team von XMOO und von Maximal sieht ein bisschen schlechter aus gerade. Scheint ein Rückspiel zu sein. Also so wie ich das gelesen habe in Discord, ist das ein Rückspiel von zwei Spielen. Gescoutet. Aber knappe Spiele sind immer interessant. Jetzt wird die Ölfässer, die bringen extrem viel, um schnell mal ein Rohstoffgebäude kaputt zu machen. Normalerweise brauchen die Battlewagen ziemlich lange dafür. Interessant. Hier oben sind Bogenschützen drin. Hier wird ein Enting gebaut. Oh, der Isengard hat langsam eine kleine Armee fertig. Ein Brunnen wird gebaut. Es wurde entdeckt, dass hier eine Forward-Base gebaut wird. Die Sache ist so, die Battlewagen sind stark. Also ich freue mich auf das Spiel von den Battlewagen. Wird gecreept auf der anderen Seite. Drei Battlewagen. Sehen wir, was die einrichten können. Die Mitte gehört den XMOO. Müssen sie halt aufpassen, dass der Isengard jetzt natürlich hier reinläuft und beide auf einer Seite spielen. Das kann gefährlich sein. Spielen aber schön zusammen, also es scheint auch ein gutes 2-2 zu sein. Da. Ja, aber die Bogenschützen sind weg. Isengard macht Druck rechts jetzt. Die Piken sollten jetzt da zum... Mal hier hin. Ja, Piken an Lutz zu verschwenden. Weiß ich nicht. Und die Forward Base war zu früh. Das war ein Fehler von... Ja, man hat auch eingesehen. Hat schnell abgerissen. Erste Berserker ist draußen. Und das wird auch nicht der letzte sein. Battlewagen wahrscheinlich richtige Wahl, um hier den Elben auf Trupp zu bringen. Jetzt kommt hier der Isengard-Spieler auf den Zwergen zu.
guter Einsatz von dem Berserker mit Piken. Ist immer eine gute Position, gute Kombination. Jetzt läuft aber der Berserker weg. Jetzt laufen alle weg. Jetzt kommt der Bogen. Gut koordinierte Attacke hier. Die Einheiten hier können sich zurückziehen. Jetzt muss aber der Held wieder sich zurückziehen. Wir sind Helden. Hier kommen Berserker. Helden. Mehr Helden. Die Mitte wird sich zurückerobert. Die Karte gehört so ein bisschen den Isengard-Spielern. Da hier der Druck fehlt, also weiß ich nicht, aber jetzt kommt hier ein bisschen Druck. Jetzt wird Druck gemacht, ja. Das ist gut. Jetzt läuft er natürlich in sein eigenes Fass hinein. Und jetzt müsste er abhauen. Quasi das Ding kaputt machen. Abhauen, 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 abhauen. Zu viele Piken. Und ein Lurz. Jetzt müssen hier Bogenschützen kommen. Das sehen wir hier. Wird wieder ein Enkel erobert. Hat er irgendwas in Minen drin? Ein Schwertbataillon. Schwertkämpferbataillon. Ist hier. Eine Mine fehlt hier vielleicht zum Mitverteidigen. Falls der Isengard-Spieler mal auf eine falsche Idee kommt. Na, Level 1 wird nicht viel bringen. Wenn er jetzt hier mit seinen Piken mal kurz da hochläuft. Jetzt kommt eine Attacke. Gimli ist draußen, Level 1. Die Bogenschützen sind die richtige Wahl, jedoch nicht alleine. Der Buff kam zu früh. Hier kommt die andere Attacke. 3 Berserker, 3 Rammen. Das sieht schwierig aus zu verteidigen. Hat aber auch genug Piken und so weiter. Das kann man vielleicht verteidigen. Da kommt eine schöne Attacke und gleichzeitig wird verteidigt. Die hier sind von. Leider kann man nicht zurückspulen. Ich würde gern beides sehen, kann man aber nicht. Die Bogenschützen. Da kommt noch ein. Jetzt kommt die Ram halt dran. Der muss erst die Ramme kaputt machen, die macht zu viel Schaden und kann schnell sterben. Der Tom Bombardier muss sich wegbewegen. Jetzt. Das war ein Fehler. Er hätte sich die Festung holen können. Da hat der Isengard kurz nicht aufgepasst und hat dabei die Festung dabei gerettet. Jetzt schreit quasi sein Freund um Hilfe. Isengard ist auf dem Rückzug, weil. Es wurde zusammen angegriffen. Die Eco und die Produktion von den Elben hier ist weg. Hm.
Den Gimli wird er nicht kaputt kriegen. Er wird das gut tanken können. Zweite Heilung eingesetzt. Level 5. Jetzt kann er den Saruman kaputt machen. Der Saruman wird nicht vorbeikommen. Ich brauche noch nicht mal die Level 5 einzusetzen. Und so wie das aussieht. Ist die erste Festung weg. Sieht sehr gut aus. Für Maximal und für... XMOO. Das ist natürlich diese starke Zwergen. Attacke. Und das war das Spiel. Oh. Netter Angriff. Zusammen angegriffen. Gut verteidigt. Schönes Spiel. Muss man sagen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.